Ja, an der Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch. Du hast den Weg in den Door-to-Door-Vertrieb gefunden. Wahrscheinlich hast du eine Weile darüber nachgedacht, vielleicht hat es dich auch etwas Überwindung gekostet, aber siehe da, du hast es geschafft. Jetzt ist deine große Frage natürlich erstmal, wie decke ich dadurch all meine Kosten? Zweitens, wie kann ich damit nicht nur all meine Kosten leben, sondern sogar gut leben? Und drittens, wie schaffe ich es damit sehr gut zu leben? Also monatlich 10.000, 15.000 € zu verdienen und auch zur Verfügung zu haben. Und darum geht es heute in diesem Video. Das Hauptding, was gerade bei dir natürlich der Fall ist, ist, dass du unbedingt Fähigkeiten dir aneignen musst. Das bedeutet, du brauchst ein neues Skillset, du brauchst ein neues Mindset und du brauchst eine gute Grundeinstellung. Fakt ist, und das wirst du jetzt auch wahrscheinlich schon festgestellt haben, dass die meisten im Door-to-Door nicht so geil am Performen sind und du sehr wahrscheinlich auch von Leuten ausgebildet wirst, die gar nicht die Ziele erreicht haben, die du eigentlich erreichen möchtest. Immer wenn du aber auf jemanden hörst und seine Tipps und Hilfestellung annimmst, dann wirst du dich genau in seine Richtung entwickeln und am Ende auch seine Ergebnisse letztendlich einfach haben. So, und was wir natürlich beobachtet haben jetzt über die letzten Jahre, ist, dass es hunderte Quereinsteiger gegeben hat, die mit unserer Hilfe in den Door-to-Door-Vertrieb reingefunden haben, von Anfang an sich das Coaching gebucht haben und richtig schnell erfolgreich geworden sind. Und ich will mit dir heute mal ein bisschen kurz darüber sprechen, weil das faktisch der schnellste Weg ist, um nicht nur deine Kosten zu decken, nicht nur um gut zu leben, sondern um sehr, sehr gut zu leben. Was dich davon noch sehr wahrscheinlich, gerade wenn du Door-to-Door neu machst, abhält, das Coaching zu machen, ist die Angst, auch so eine hohe Investition in dich selbst einfach zu tätigen. Ja? Und darüber möchte ich erstmal kurz mit dir einfach sprechen. Weil damals wäre das für mich auch ein bisschen mehr Geld gewesen. Jetzt aus meiner heutigen Perspektive ist es halt einfach echt nicht mehr viel Geld. Aber am Anfang musst du das einmal investieren, um nach vorne zu kommen. So, und ich sag dir, warum das verhältnismäßig immens wenig ist. Du bekommst ja irgendwas zwischen 50 und 150 € Provision. Ja, sagen wir mal, du bist vielleicht bei 100 € im Schnitt. So, das Coaching hast du somit faktisch nach den ersten 10 geschriebenen Verträgen pro Monat wieder raus. Das bedeutet, wenn du nur jeden Tag einen Vertrag mehr schreibst durch die Dinge, die du hier lernst, nur einen mehr, dann hast du es mal zwei am Ende des Tages schon wieder monatlich raus. Das bedeutet, es ist ein absoluter No-Brainer, weil um einen einzigen Kunden mehr am Tag zu schreiben, überleg doch mal, wie viele Situationen du aktuell noch hast, wo du so das Gefühl hast, okay, den hätte man kriegen können, aber ich kriege ihn einfach nicht. Den hätte jemand Erfahrenes bekommen, aber ich schaff's einfach nicht. Das sind doch mindestens zwei bis drei Situationen am Tag, jetzt schon in der Anfangsphase. Und wenn du die gelöst bekommst, und ich kann die alle im Schlaf, ja, ich kann dir das sofort sagen. Dann hast du es doch mal drei letztendlich wieder raus. Wir reden doch gar nicht über Ausgaben hier, wir reden doch über Einnahmen. Wir sprechen doch darüber, wie du mehr Geld verdienst und nicht wie du mehr ausgibst. Im zweiten Step kannst du dann auch mehr ausgeben in der Zukunft für private Sachen, wenn du mehr verdienst. Aber dafür musst du halt einmal die Investition tätigen. Vielleicht hast du auch noch so ein bisschen Angst, ob das alles richtig klappt hier bei uns. Dann guck dich gerne mal um. Bei YouTube alleine wirst du über, ich glaube, mittlerweile 40 Erfolgsinterviews finden. Das sind so die Highlight-Ergebnisse von Kunden. Du findest auf der Seite shs.de hunderte andere Stimmen, ja, mit nur so normaleren Ergebnissen, sage ich mal, die zum Beispiel von 60 Kunden im Monat auf 120, 130 Kunden im Monat hochgekommen sind. Das bedeutet, ja, im Durchschnitt einfach drei Abschlüsse mehr am Tag erreicht haben und dadurch auch ihr Einkommen wirklich verdoppelt haben. Das findest du sogar aus jedem Bereich, also Strom und Gas, Telekommunikation, Glasfaser, Wasserfilter, Photovoltaik, Leadakquise, Staubsauger, Bauelemente, Photovoltaikanlagen, was auch immer es alles gibt, was man so an der Haustür verkaufen kann. Mittlerweile sogar aus dem Finanzbereich einige. Das bedeutet, dass es funktioniert, ist klar mittlerweile. Also das hättest du vor 3 Jahren in Frage stellen können, vor 4 Jahren, als wir damit gerade erst begonnen haben, aber nicht jetzt, nach all diesen hunderten, tausenden Ergebnissen, die wir kreiert haben. Guck dir die Google-Bewertung an. Guck gerne mal auf Proven Expert. Buch dir mal ein Erstgespräch. Schau mal auf dein Gefühl. Was für ein Gefühl du hast, wenn du letztendlich mit uns einfach sprichst. Ist das gut? Ist das schlecht? Hast du das Gefühl, wenn ich gerade spreche, dass ich weiß, wovon ich rede? Oder dass ich mir das gerade alles einfach ausdenke und aus der Nase ziehe? So.
Mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, wenn du auch ein gutes Einschätzungsvermögen hast, dann wirst du relativ schnell feststellen, dass wir sehr seriös sind und einfach wissen, was wir hier tatsächlich tun. Das bedeutet, daran solltest du eigentlich auch nicht zweifeln. Vielleicht zweifelst du daran, ob Door-to-Door das Richtige für dich ist, aber du wirst es nicht rausfinden, bis du darin gut bist. Weil nichts ist für einen das Richtige, wenn man darin schlecht ist. Also wenn du Rudern zum Beispiel machst und mit Rudern beginnst und du bist halt so übelst scheiße und kackst die ganze Zeit rein, du kennst das jedes Mal, so, weiß ich nicht, du landest immer im See, alle überholen dich, du gewinnst kein Rennen, du fährst die ganze Zeit im Kreis, naja, macht das dann Spaß? Ist das dann dein Ding? Weiß ich nicht. Wenn du es richtig gut kannst, schon viel eher, ne? Auch wenn du vorher vielleicht dachtest, das ist nicht dein Ding, aber auf einmal ist das so ein Gruppensport dann? Du bist regelmäßig auf dem Wasser, du kannst hohe Geschwindigkeiten fahren, auf einmal baust du Muskeln auf, du wirst fitter, du fühlst dich besser, du hast einfach einmal so ein Teamsport, auf einmal ist das jedermanns Ding. Und so ist es auch mit Door-to-Door. Also, wenn man es nicht kann, ist es von niemandem die Sache, aber wenn man es kann, dann so ziemlich von jedem. Und ja, deswegen bin ich sehr überzeugt davon, dass du es halt einfach nur richtig lernen musst und dann stellst du auch solche Fragen überhaupt gar nicht mehr. Und offensichtlich hast du ja was im Door-to-Door gesehen, sonst hättest du damit ja letztendlich nicht begonnen. Vielleicht zweifelst du auch daran, ob du es umsetzt. Wenn du es nicht tust, fahre ich zu dir persönlich nach Hause und trete dir in den Arsch, weil du dann offensichtlich das Gelernte einfach nicht angewandt hast. Also auch da solltest du gar keine Angst haben, weil du machst das doch eh. Also du machst das doch eh. Vielleicht machst du es noch nebenberuflich, so 2 Tage die Woche. Wenn du es hauptberuflich machst, machst du es eh jeden Tag. Na, wenn du es eh jeden Tag machst, dann setzt dir ja eh was um. Also das, was du gerade jetzt beigebracht bekommst, setzt du um, aber das klappt ja nicht so gut. Also setzt dir ja offensichtlich was um. Jetzt musst du nur mal ein paar andere Sätze lernen und so kompliziert ist es auch gar nicht. Es sind Worte, die du lernen musst, auswendig. Und dann einfach sprechen an der Tür. Nochmal die Betonung ein bisschen anpassen, die Körpersprache, dabei helfen wir dir. Wir geben dir ja Feedback im Training. Ich gucke mir das ja wirklich mit dir letztendlich genau an und gebe dir Feedback und Hilfestellung wirklich darauf. Ich brauche einen Satz hören, dann weiß ich, was dein Fehler ist am Ende des Tages. Wir haben sogar mittlerweile, also was heißt mittlerweile, warum sage ich das immer? Wir haben das seit Tag 1, Mindset-Calls. Und das ist auch ein Punkt, warum wir so erfolgreich geworden sind, weil Sabrina all unsere Mitarbeiter in der Vergangenheit im Mindset-Bereich geschult hat und mich im Skillset-Bereich. Die Kunden schult Sabrina im Mindset-Bereich sehr intensiv. Wir haben zusätzlich noch einen NLP-Master-Coach, der sehr vertraut mit der Door-to-Door-Materie ist, der schon hunderten Leuten im Training geholfen hat, ihre Blockaden zu lösen. Weil wenn du was nicht umsetzt, dann meist, weil du irgendeine Blockade hast, weil du irgendein Hindernis im Kopf noch hast, weil dich irgendwas blockiert. Das kann man aber alles lösen. Das kann man aufheben, wenn du bereit bist, daran zu arbeiten. Dann definitiv. Ja? Und vielleicht gibt es auch einfach gar keinen Grund mehr zum Zweifeln, sondern du musst dir selbst einfach mal einen Ruck geben. Ja, wenn du gerade nicht das Geld dafür hast, dann besorg's halt, weil du wirst das innerhalb von kürzester Zeit wieder raushaben. Instant, das ist keine Ausgabe, das ist eine Investition in dich selbst. Das Schlauste, was du tun kannst, ist so eine Investition in dich selbst zu holen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das mal im Sportbereich gemacht. Ich habe zum Beispiel damals, ich habe jahrelang Tennis gespielt. Und dann wurde ich 2 Wochen in ein Tennis-Bootcamp geschickt. Und ich wurde in diesen 2 Wochen so gut wie vorher in 2 Jahren nicht, weil ich das den ganzen Tag gemacht habe, weil die ganze Zeit jemand Feedback gegeben hat, ein Personal Trainer da war, der die ganze Zeit drauf geguckt hat, 2 Wochen nur jeden Tag. Jetzt überleg mal das, bei uns gehen die Trainings 4 Monate oder 6 Monate. Wie krass das ist, was du nach 2 Wochen schon für eine Entwicklung durchmachst. Das berichten ja viele. Viele machen uns schon nach 2 Wochen eine Bewertung, sagen, Alter, es ist jetzt schon alles anders. Ich fühle mich so sicher, so selbstbewusst an der Tür auf einmal. So vertraut, das fühlt sich so gut an. Allein dieses Gefühl bringt dir schon mehr Zahlen. So, und dann nach 6 Monaten Begleitung, nach mehrwöchigen Coachings, nach einem kompletten Training, nach Rückfragen und allem Möglichen und Feedback, was du bekommst, du bist ein anderer Mensch. Du kannst gar nicht anders außer gut werden durch das ganze Umfeld, was du hier hast, durch das ganze Training, durch das ganze Know-how. So, das bedeutet, auch wenn das vielleicht für dich jetzt noch ein großer Schritt ist, glaub mir, es ist ein viel größerer Schritt, es nicht zu tun. Weil dann hast du keinen Erfolg. Dann erreichst du nicht das, was du erreichen wolltest. Und dann bekommst du stattdessen genau das, wovor dich alle gewarnt haben, nämlich ein gescheitertes Geschäft. Und das ist ein viel größeres Risiko, sowas einzugehen. Weil wenn du mal darüber nachdenkst, was du dann durch die Scheiterung alles an Geld nicht verdienst,
sind das immer Millionenkosten über die Jahre gerechnet, im Vergleich zu einer einmaligen Investition, die du in ein Coaching tätigst, die dich sofort letztendlich einfach besser macht. Ja, das bedeutet, spring über den Schatten, Alter, gib dir mal einen Ruck. Ich habe in so einer Situation damals das letzte Geld zusammengekratzt, um ein Coaching zu buchen, was richtig teuer damals gewesen ist für meine Verhältnisse, wo ich auch nur einen Monat hätte zahlen können, aber es hat so gut geklappt, dass ich alle weiteren Monate zahlen konnte. Und das ist bei den meisten unserer Teilnehmer auch. Ja, ich will jetzt gar nicht groß darauf eingehen. Unser Ziel ist jetzt nicht, Leute hier anzuziehen, die alle irgendwie gar kein Geld haben, mit Ach und Krach die erste Rate fürs Training sich leisten können. Aber das Video ist jetzt mal für dich, wenn du so ein bisschen am Zweifeln bist und kurz davor bist, aber einfach nochmal so einen letzten Ruck brauchst. Glaub mir, Alter, das lohnt sich. Ich habe selber mein ganzes Leben durch Door-to-Door verändert. Ich bin den Weg gegangen. Ich habe noch weitaus mehr erreicht, als du überhaupt erreichen willst, und ich kann dir den Weg dahin zeigen. SHS.de ist deine neue Heimat. Trag dich ein zum Erstgespräch und wir sehen uns im Coaching. Bis dahin, liebe Grüße. Ciao.